Gut, dann darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz des LASK im Anschluss an das Unica ÖFB Cup Viertelfinale. Der LASK zieht ein ins Halbfinale des Unica ÖFB Cups und am Podium begrüßen darf ich jetzt unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer und unsere Nummer 14 Hussein Balic. Ja, Dominik, ein echter Cup-Fight, würde ich sagen. Wie fällt dein Resümee nach den heutigen 120 Minuten aus? Ja, es war so ein richtiges Cup-Spiel. Ich denke, dass meine Mannschaft tolle Moral und Mentalität gezeigt hat. Wir sind früh in Rückstand geraten und wieder aus einer Standardsituation und mussten dann auch, glaube ich, in der 92. oder 93. Den Ausgleich hinnehmen, aber trotzdem haben wir eigentlich die Ruhe bewahrt und ich denke, auch verdient gewonnen am Ende des Tages. Und ja, wir freuen uns natürlich auch auf das Semifinale. Danke, Dominik. Hussi, du bist gemeinsam mit Marvin Potzmann heute in die Partie gekommen. Ich habe nochmal für ordentlich Wirbel auch gesorgt. Wie hast du das Spiel heute empfunden? Ja, ich glaube, der Trainer hat alles richtig analysiert. Es war klar, dass Klagenfurt in diesem K.O.-Spiel alles raushaut. Wir sind früh in Rückstand geraten, haben aber trotzdem die Spielkontrolle behalten. Und ja, also es war einfach ein richtiger Cup-Fight und unnötig in die Verlängerung, aber ich bin froh, dass wir da dann noch drüber kommen sind. Danke, Russi, und damit gebe ich an Georg Leblower, Kronenzeitung. Ich habe zweimal gehört, richtiger Cup-Fight. Entschuldigung, ich tue die Masken jetzt trotzdem runter. Für mich war das richtig schlecht. Entschuldigung. Auch wenn die Wechsel natürlich eingeschlagen haben, aber irgendwann muss man mal sagen, wir haben das schon gegen Wörgl als, oder WSG Tirol, Entschuldigung, nicht Wörgl, als Ausrutsch irgendwie bezeichnet, schlechter Tag. Es war dann gegen Rapid der nächste schlechte Tag. Und inzwischen muss man sagen, der LASK ist im Frühjahr zu Hause wirklich schlecht teilweise. Es hat begonnen mit dem 0:1, wieder wie gegen Rapid, Defensivschwächen. Es hat nach vorne teilweise in der ersten Halbzeit ideenlos, planlos, hilflos ausgeschaut. Auch wenn man immer den Willen gehabt hat, natürlich, den hat man bemerkt. Aber ich würde das nicht so positiv sehen, wie das von eurer Seite hier rüberkommt. Ich habe vor allem einfach die Moral und die Mentalität als sehr, sehr, sehr positiv gesehen. Es war aber auch dann natürlich ein schwieriges Spiel für uns, nachdem wir 0:1 hinten waren und der Gegner dann natürlich auch natürlich das auch gut verteidigt hat. Ich glaube, auch der Gegner hat eine gute Leistung gebracht. Und ich denke, man kann dann auch nicht immer erwarten, dass man Chancen im Minutentakt herausspielt. Aber ich denke, wir haben einfach trotzdem die Ruhe bewahrt und haben dann ja, die Führung herausgespielt und denke ich auch ja, dann relativ konkret Chancen herausgespielt und dann auch verdient gewonnen. Anschlussfrage. Umgekehrt hat er natürlich auch Klagenfurt Chancen aufs 2-0 gehabt, hat auch der Peter Backholt gerade vorhin gesagt, dreimal und eine abgeklärte, ruhige, reife Mannschaft, kann man da nicht zutrauen, dass die dann zumindest das 2-1 über die Bühne noch bringt? Ja, also da gebe ich Ihnen recht, also da gibt es sicher auch Dinge, die natürlich klar zu verbessern sind und wo man auch in der Phase einfach das über die Bühne bringen muss. Also das ist auch so zu sehen und gebe ich Ihnen auch völlig recht und das werden wir sicher auch analysieren und ansprechen. Weitere Fragen? Herbert Puhmann, Upper Liga Portal. Thalhammer, Sie haben es teilweise schon angesprochen, gerade bei dem ersten Gegentor, wieder aus einem Standort, Betonung auch auf wieder, weil das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert im neuen Jahr. Wie erklären sich das? Weil das war ja immer so ein Prunkstück, gerade bei hohen Bällen im Herbst, dass die Abwehr da oder die Zuordnung stimmte. Wieso klappt das im neuen Jahr noch nicht so? Ja, also ist ein Thema, welches uns jetzt nach den beiden Frühjahrsspielen extrem beschäftigt und wo wir einfach sehr, sehr unzufrieden sind und wo wir auch in der Woche daran gearbeitet haben, wo wir einfach die Spieler zu leicht eindringen lassen in den Strafraum und nicht genug blockieren und dagegen arbeiten. Und sehr, sehr wichtiges Thema, weil es uns einfach in richtig große Probleme bringt. Also gegen Rapid zweimal und heute eigentlich auch zwei Standardsituationen defensiv. Und denke, das sehen wir auch als wichtigen Ansatz und Problem, welches wir unbedingt lösen müssen, weil solche Standardsituationen darf man einfach nicht schlucken in der Anzahl.
Nochmal Anschlussfrage, ja. Ein Thema inzwischen auch, die Elfmeter. Schon 4 verschossene Elfmeter in dieser Saison. Wie wird sie ausschauen im nächsten Elfmeterschützen? Bestimmen Sie den oder wie wird das geregelt? Ja, wir haben 3 Elfmeterschützen, die eingeteilt sind und die je nach Spielleistung oder Gefühl auch sich dann den Ball nehmen und schießen. Also da gibt es eine Einteilung in Bezug auf 3 Spieler. Es ist Gruber, Eggestein und, glaube ich, Geuging, aber der dritte. Wolfgang Ehrer, LT1. Das war die gleiche Frage jetzt gewesen in Richtung mit den Elfmeterschützen. Also ich glaube, wie viel hat man jetzt verschossen im Stück? 4? Oder kann das sein? Und der letzte war Karamoko, der getroffen hat, der schon geraume Zeit verletzt ist. Kann man das jetzt, ich meine, wird es jetzt ein Elfmeterschießen-Training ein spezielles geben oder bringt das was oder ist das albern? Ja, die Spieler gehen jetzt immer wieder hin nach dem Training oder auch während des Trainings als Schwerpunkt, um Elfmeter zu trainieren. Aber wie du sagst, ist es natürlich auch so, das ist Training und das andere ist Match-Situation und da ist natürlich auch ein gewisser anderer Druck da, der im Training so nicht da ist. Aber ich denke, an dem arbeiten wir und denke, daneben ist es natürlich auch wichtig, den gegnerischen Tormann zu analysieren und zu wissen, wie der vielleicht in manchen Situationen auch agiert. Also man kann da schon an dem arbeiten, aber ist uns natürlich auch bewusst, dass wir da einiges haben liegen lassen. Weitere Fragen? Günter Meierhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Die Spielkontrolle war ja da zu weiten Teilen, aber richtige Chancen hat es im Wald ja nicht gegeben. Erst in der zweiten Halbzeit, wo man dann flach durchs Mittelfeld durchspielen hat, China ist besser geworden. Warum hat sich die Mannschaft so schwer getan mit diesem, warum hat es kein Tempo aufnehmen können? Ja, ich denke, dass diese Selbstverständlichkeit und Sicherheit einfach auch noch nicht da ist und das ja, haben schon die beiden Spiele auch gemacht mit uns jetzt im Frühjahr, dass einfach es nicht so leicht vom Fuß geht alles und hat eine Zeit gedauert und so richtig in Schwung sind wir dann auch erst richtig zweite Halbzeit gekommen, wo wir dann, denke ich, gute Aktionen einfach im letzten Drittel durchgespielt haben. Gibt es weitere Fragen? Herbert Bummer, Apparatliga-Portal. Vielleicht zum Ende hin schon mal einen Blick voraus, weil es steht eine englische Woche bevor. Jetzt geht es wieder in der Liga weiter. Ausblick auf St. Pölten, im Hinspiel eine einseitige Angelegenheit für euch. Wie schätzen Sie den Gegner ein und dieses Spiel, um auch den Anschluss zu wahren in der Liga? Ja, ich denke, St. Pölten hat sich jetzt auch gut verstärkt. Also ich denke, sie sind auch in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt und haben richtig, richtig gute Spieler in der Offensive, auch mit Alex Schmidt, der ja gegen uns damals nicht gespielt hat. Und ich denke, dass es ein sehr, sehr enges und schwieriges Spiel werden wird für uns. Vielleicht auch die Frage an Husino, du kennst ja St. Pölten. Wie schätzt du die Gegner jetzt ein? Wie weit sind deine Kontakte noch? Ja, ich glaube, sie haben schon gezeigt, dass sie richtig gut Fußball spielen können. Natürlich ist jetzt nicht dieselbe Mannschaft, als ich dort gespielt habe, aber ich schätze eigentlich so wie der Trainer ein, dass es ein richtig enges Spiel werden wird und auf jeden Fall, wenn wir nicht unsere 100% auf den Platz bringen, dass es kein Selbstläufer wird. Gut, gibt es noch eine Frage? Gibt es noch? Günter Meierhofer? Dann kommt das Mikro schon. Morgen ist ja der letzte Tag der Transferzeit. Tut sich noch was? Also aktueller Stand eher nicht, nein. Gut, ich denke, alle Fragen sind beantwortet. Dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein der LASK-Stehen-Halbfinale des Unica ÖFB Cups und ich wünsche einen schönen Abend. Danke sehr.